Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Eine Linse ist nur so gut wie das Spektrum, in dem ich sie einsetzen kann. Heute alles über die M-Frame 3.0 und Alpha-Linsen von Oakley. Oakley bietet euch unterschiedliche Technologien für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Wir starten jetzt erstmal mit der Prism-Serie. Prism ist eine Brillenglas-Technologie von Oakley zur Verbesserung der Farb- und Kontrastsicht für ein schärferes Erkennen von Details. Im Prinzip werden da Farben weggenommen, um dann entsprechend die Kontrastschärfung durch Tönung der Gläser und Material besser abstimmen zu können. Los geht's mit Prism Gray. Dieses Glas hat, wie man sehen kann, eine graue Grundfarbe. Wir haben eine Lichttransmission von 17%. Wir setzen dieses Glas bei hellem Sonnenlicht ein. Der Kontrast ist dabei leicht angehoben. Hier ein Bild in der Natur und eins im urbanen Gebiet. Prism Black ist in der zivilen Linie auch als Prism Daily bekannt. Es hat nicht die Kontrastleistung von TR22 oder TR45, wozu wir später noch kommen, auch wenn die Grundfarbe der Scheibe dem ziemlich ähnlich sieht. Wir haben hier eine typische Alltags- und Sommerbrille. Die neuen Flaggschiffe bei den Schießbrillen sind die Prism TR22 und TR45 Gläser. Diese ersetzen quasi das klare und das rauchfarbene Glas. Das TR22 Glas hat eine Lichtdurchlässigkeit von 22% und entspricht damit der grauen Linse. Das TR45 Glas hat eine Lichttransmission von 45% und ist in dem Fall auch dann der Ersatz für die klare Linse. Man hat gefühlt den doppelten Kontrast. Jeder, der schon mal durch diese beiden Linsen geschaut hat, ist mit einem Wow-Gefühl nach Hause gegangen. Prism Rose ist das typische Schnee- und Nebelglas. Wir haben hier eine Lichttransmission von 26% mit einem erhöhten Kontrast. Mit diesem Glas seid ihr wirklich auch in der Lage, in einem richtigen Schneegestöber einen grauen Felsen oder einen Eisblock gut zu erkennen, weil der Kontrast so stark angehoben wird. Persimmon ist schon länger im Programm bei Oakley, da ist die Basislinsenfarbe orange. Wir haben einen neutralen Kontrast. Dieses Glas hat eine Lichttransmission von 61% und wird hauptsächlich für schlechte Lichtverhältnisse verwendet. Das Premiumglas ist die Photochromic-Linse. Hier haben wir ein Glas, was sich durch UV-Licht entsprechend verfärbt. 100% aller UV-Strahlen werden gefiltert, auch wenn die Linse klar ist, weil kein Sonnenlicht vorhanden ist. Mit diesem Glas hat man natürlich jetzt keine starke Kontrastanhebung wie mit den Prism-Gläsern. Dafür ist man aber hochflexibel, wenn sich die Lichtverhältnisse öfters ändern. Zum Schluss haben wir für euch noch für die M-Frame 3.0 das Hybrid-Vented-Glas. Das ist ein spezielles Glas. Wir haben ja euch bei der Alpha im Video schon gesagt, dass die etwas breiter ist und die M-Frame 3.0 oder 2.0 eher eng anliegend und schmal. Das hat natürlich den Nachteil, dass bei manchen Personen dann Beschlagen zustande kommt und das wird mit dieser Brille eliminiert, komplett. Man hat durch die geschwungenen Bögen auf der Unterseite und die Lüftungslöcher oben eine super gute Zirkulation. Hier sieht man übrigens nochmal sehr gut zum Schluss, dass das klare Glas absolut lupenrein klar ist und man wirklich nicht erkennt oder merkt, dass man eine Brille auf den Augen hat. Das war eine ganze Menge Informationen, die ihr da gerade bekommen habt für die ganzen Linsen von Oakley. Ich hoffe, wir konnten euch da einen guten Überblick geben. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt oder irgendwas unklar ist, dann schreibt es uns in die Kommentare. Die M-Frames bekommt ihr bei Special Brands. Der Link ist unten eingeblendet und auch in der Beschreibung zu finden. Wenn es jetzt keine M-Frame sein soll, denkt daran, da gibt es dauerhaft 40% Rabatt auf die zivilen Modelle. Wie immer an dieser Stelle, falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Denkt daran, die Glocke zu klicken. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Wir sind raus. Einen schönen Tag noch. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye. Einfach hier unten in der Beschreibung und hier eingeblendet ein Fahrradfahrer mit dem Dusch den Weg gefahren. Ja, was machen wir denn auch hier mitten auf dem Weg? Das ist, also nochmal. In diesem Sinne, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist mir egal. Ich laufe da jetzt durch. Das ist ein öffentlicher Weg, Stefan. Da geht hier, muss auf jeden Fall, gehe ich da jetzt durch. Egal, ob die filmen oder nicht. Ich gehe da jetzt durch. So.